Ja, so ungefähr, keine Ahnung. Ich habe nicht so auf den Namen geachtet, das war mir ziemlich egal. Auf jeden Fall haben wir da so Backhefe, die trockene, reingetan, nicht diesen Würfel. Ne? Und ja, halt Essig drauf, Deckel drauf, geschüttelt und umgedreht. Ne? Ja, bei den anderen, die haben nicht geschüttelt, das hat da ziemlich lange gedauert. Und das Ding, das stand gerade auf dem Kopf und du! Und die anderen standen da und so, irgendwie passiert nichts. An sich so schon richtig lustig irgendwie. Und dann meinten wir so, ja, können wir ja nochmal ausprobieren. Tun die Hefe wieder rein, ne? Und ja, lol, das war meine Spitzhacke. Ich hab auch keine Spitzhacke mehr. Cool. Spitzhacke! Ja, und dann wollten wir gerade das Essig reintun, haben's Essig reingetan und naja, just in the moment, bumm, ist das Ding nach oben gegangen. War ja auch Sinn der Sache, ne? Ja, das ging nur etwas schneller als... Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Huch. Ha! Mit der Holz. Ich schramm dir meinen Prügel zwischen die Augen. So, warte mal, war das jetzt hier? Genau. Wo war das denn jetzt hier? So. Weiß ich nicht. Nebenbei, ich hab keine Spitzhacke mehr. Ich weiß, hast du vorhin schon gesagt. Hast du noch Eisen? Oder nicht? Ich will dich nur warnen. Ach, du sagtest, du hast einen ganzen Stack bei. Eisen habe ich dabei, ja. Willst du jetzt schnorren bei mir, oder? Ja, eine Spitzhacke. Ich dachte an die eine Spitzhacke. Nee, schau, deine Kacksteinstaufeln, die habe ich massenweise dabei. Stell mal vor, so unter Tage sagt zu dem anderen so, sag mal, hast du eine Spitzhacke für mich? Ja, so ungefähr. Das machen wir jetzt mal ganz einfach. Werft mir jetzt etwa ein Dings. Ein Ofen. Ein Ofen? Nö, warum denn? Weil ich nicht weiß, wo der Ofen bei dir steht. Ich hab doch alles dabei. Da war keine Panik hier. So, Werkbank. Ofen gecraft. Lol. So, Eisenspitzhacke. Zack. Haben wir eine Truhe irgendwo? Sammelst du gerade selbst wieder alle auf? Mann, ich kann gar keine aufsammeln. Hast du eine Truhe dabei? Nein, aber ich hab Holz. Dann mach mal kurz eine Doppelkiste, bitte. Ich nehme Holz und dann? Zweimal einen Ring ziehen. Aus Holz. Müssen aber Bretter sein. Also einfach... Kein Rohholz. Ja, ja, also einfach stumpf zwei Truhen, meinst du? Genau. Genau. Die mache ich dann nämlich für Werkzeuge, weißt du? Achso. Ja, ich wollte gerade mal ganzen Shit da rein. Nee. Ist für Werkzeuge, dann müssen wir nämlich... Dann haben wir nämlich mehr Platz zum Shit mitnehmen. Das ist der Hintergedanke dabei. Ich hab zu viel Dirt. Aber du musst noch ein paar Rucksäcke haben, oder nicht? Voll. Hm? Voll. Alle. Alle voll, oder was? Jupp. Bin hier nicht gut. Egal, ich hab Spitzhacken. Attacke! Hatte ich dir nicht drei Rucksäcke gegeben? Ja, drei Rucksäcke und einen großen davon. Mhm. Sind alle voll, oder was? Mhm. Okay. Tja, kannst du mal gucken. Wie viel Holz hast du noch dabei? Wie viel Holz ich dabei habe? Was für ein Gebäude möchtest du bauen? Also genug. Gib mir mal einen Stapel her, sehr gut. Dunkles oder helles? Das ist völlig Banane.
Und top! Danke. So. Ja, ich benutze das Dunkle irgendwie, keine Ahnung, wenn ich irgendwas anderes craften wollen würde und das Helle halt fürs Verzieren, dann dann habe ich halt auch schon die ganzen Krimsel mit für die Redstone-Schaltung und so. Mhm. Das macht halt Taschen voll. Na, geringfügig. Habe ich jetzt die richtige Spitzhacke? Ja, habe ich, so. Jetzt machen wir mal kurz ein bisschen Platz. So. So. Dann machen wir hier mal tak tak. Zack, zack. So. Machen wir hier mal Erde. Kannst du deine Taschen abladen? Ich habe jetzt mal Kisten hingestellt, dass wir mal ein bisschen abladen können hier. Guck mal, kommt er gleich runtergeflogen hier. Sobald er hört, Kisten, Taschen leer machen, wumms. So. Also hier kommt erstmal Dirt rein. Beide Kisten. Beide Doppelkisten sind für Erde. Und nebendran mache ich jeweils zwei Doppelkisten für Steine dann. Ich muss immer noch einen Teil nach Stonehenge auslagern, dann brauchen wir eh noch einiges. Das brauche ich so. Das brauche ich auch so. So. So, jetzt haben wir schön Platz. Kiste, müssen wir noch vier Kisten machen. So. Haben wir auf jeden Fall mal wieder Platz. So. So, dann haben wir hier Doppelkisten für Steine. Sollte erstmal reichen dann, ne? Kiste steht, pum! Vorhin beim Dirtman eben drei Reihen aus dem Inventar rausgeprescht. Instant mal vollgepresst. Ja, dafür habe ich sie eingestellt. So. Dann mache ich noch eins. Und zwar... Sonstiges? Genau, alles andere. Kies, Sand... Leben, völlig egal was. Eisenerz. Ja, ja, alles. Alles, was reinpasst. Das mache ich neben die Werkzeuge. So, hier ballern wir dann alles rein da. Warum habe ich Kolben dabei? Ah, das sind das nicht die vom Dings? Ach, das waren noch die vom Versuch, genau, stimmt. Wo wir probiert haben. Cheetah! Jumla! Hier sind noch deine vier Redstone, die habe ich dir vorhin gemobst. Das war, bevor wir probiert haben. Da hat das in der Aufnahme noch aufgebaut. So, Kohle. Eisen, Kies, Stein. So. Jetzt haben wir das Ganze mal ein bisschen sortiert dann. Ach guck mal, hier habe ich noch Eisen und eine Werkbank dabei. Siehst du mal. Okay. Bumm. Teilweise hat Plumps. So. Also Bumms der macht. Ich hab Plumps. So. Gut, wunderbar. So, ja, dann kann man hier nämlich schön abladen. Dann kannst du mal zwei Taschen voll machen, kurz hinlaufen, Kisten leer machen, Taschen leer machen und weiter geht's. So. Ja, war auf jeden Fall ganz lustig bei dem einen Experiment dann. Beim zweiten Mal, wo wir das versucht hatten und das Ding. Ja, das erste Mal konnten wir es noch locker umdrehen, aber weil der ganze Kram schon drin war und ja, wir es einfach nicht ausgewaschen haben, sondern gleich nochmal versucht haben, zu ungeduldig, ging die Reaktion halt viel schneller. Ne? Deckel, ich konnte nicht mal den Deckel drauf machen, da ist das Ding schon hochgeplatzt. Einer aus meiner Klasse und ich standen genau daneben. Ne? Komplett ganze Kleidung mit Hefe und Essig. Wutsch! Viel Spaß beim Waschen. Wobei, du bist ja Gamer, die waschen sich ja nicht. Waschmaschine. Gamer waschen sich ja nicht. Ja, das stimmt. Brauchen wir nicht. Wir rennen einmal im Jahr an die Wand, der Kröpster, Dreck fällt dann von alleine runter. Und der Rest. So oft wie wir bei Minecraft in irgendein Wasser fallen oder so. Brauchen wir uns noch nicht waschen.
Stimmt, auf dem Bildschirm fallen wir ja ins Wasser, reicht ja. Ja. So, jetzt muss ich mal noch eins machen, und zwar... Tipp, tipp, tipp. So. Huch. So. Warten der. Hm? Fängt das Wasser hier an? Ach, da. Wo fängt das Wasser an? Hier eine kleine Dusche. Juhu! So. Bedauer, brauch nicht mehr duschen fürs nächste Jahr. Müssen wir mal kurz abzocken. Ich muss mal kurz das Wasser überall ausmachen. Ich habe nämlich eine kleine Idee, was ich machen will. Du willst dich unter das Wasser langgraben, gleich von Anfang an? Nein. So, den haben wir auch ausgestellt. So, okay. Ich habe da eine kleine Idee, was ich da machen will. Jetzt kommt. Da zoomen wir uns mal kurz rüber in die Bude, was holen. Bin ja auch dämlich, ich latsche und fliege da jedes Mal rüber, ich kann einfach rüber porten. Ich hab doch einen Port da unten. Tack. Für die ganz faulen so Leute wie mich. Müsste ich mal wirklich öfters dran denken. Ich kann ja, man kann ja über die Karte jetzt einfach sich instant porten. Spaß natürlich eine Menge Zeit da rumzulatschen. Oh, cooler Grafikbug. Wieso, was hat schon wieder kaputt gemacht? Das sah eben aus, als hätte man einen riesen Flatscreen da an der Wand hängen. Weißt du, wenn der Grafikbug, wenn er irgendwo Schatten hinwirft, wo keine sein soll, dann einfach mal so eine ganze Fläche komplett schwarz und dunkel ist. Hat er eben was. So, was wollte ich jetzt? Genau. Da kann man gleich mal ein paar Stacks eigentlich mitnehmen. Komm, mach voll hier. So, dann brauche ich noch. Was für Holz hast du jetzt genommen? Eichen. Für oben. Für die Felder meine ich jetzt. Ja. Mhm. Eichen. Eichenbretter. Eiche, okay. Also das ganz. Habe ich einiges noch dabei. Also das ganz normale. Genau. Okay, gut. Werkbank haben wir ja. Achso, warte mal, was haben wir noch an Treppen und Zeug? Fertige Bretter? Gar keine mehr. Okay, Treppen habe ich doch bestimmt noch. Eichenholztreppe. Zaun können wir mal noch mitnehmen. Brauchen wir noch einiges. Leitern brauchen wir eigentlich keine. Ja, sollte erstmal reichen. Für die Zwecke, die ich mir da so überlegt habe. So. Erntemaschine. Tack, 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 tack. So. Oh, mal gucken. Fliege ich da jetzt instant aufs Maul? Einfach mal eine halbe Meile runtergeflogen. Edit. Hat jetzt die Höhe angepasst? Nee, natürlich nicht. Was für eine Höhe sind wir denn hier? 65. Einfach löschen, neu setzen. Ja, ja, mache ich jetzt auch. Erntemaschine. Ja, ich will jetzt mal versuchen, mehr mit den Markern zu arbeiten, weil es ist eine feine Sache. Und es funktioniert ja. Ja, wesentlich besser. So. Stimmt. Funktionieren ja saugut, die Marker. Also. Wüsste nicht, warum man sie nicht nehmen sollte. So. Da ist übrigens noch Wasser, das hast du vergessen. Wo? Ja. Da, wo ich gerade ein bisschen baue. Hm.
War da noch Wasser drin? Ja, gut, weiter. So, trappen. So. Plöpp, Eichenholztreppe, plöpp, Eichenholztreppe. So, dann kann man hier nämlich schön runterlaufen, da muss man nicht springen und nichts. Das hatte ich auch vor. Jetzt was gesagt, Treppen habe ich auch dabei. Ich habe da noch fertige, haben wir da noch in der Kiste gehabt. Ja, ja. Ich habe doch alles gesammelt, weil ich nichts wegschmeißen kann. Ich bin doch so ein Kandidat, ich kann nichts wegwerfen. Ja, aber habe ich doch auch alles. Nee, das ist bei mir so richtig schon Messi-Verhalten. Ich kann nichts wegwerfen. Ach. Ach. Gibt's doch nicht. Also geht das gar nicht. Ich hab das eine Wasser mal ausgestellt. So, Kobbel, das ist noch Erde. So. Irgendwas möchte mein Handy von mir, aber ich weiß nicht, was es möchte. Dein Handy möchte was von dir. Na. Ja. Weiß nicht was. Ich muss mich da immer noch dran gewöhnen, dass ich jetzt die Marker hier sitzen habe. Ist halt natürlich mega praktisch, wenn du jetzt mal irgendwo ganz unten bist, portest du dich einfach mal instant nach oben, ne? Gerade mit Minentouren und so eine Geschichte ist das natürlich schon eine feine Sache. Vor allem, kommt man schon schnell wieder nach Hause. Ja, das zum einen. Zum anderen gehst du ein Risiko aus dem Weg, irgendwo in Lava reingeschmissen zu werden, wie mir das schon passiert ist. Da mal instant die Diamanten alle weg waren. Warum habe ich eine Framerate von nur noch 24? Weiß ich nicht. Wer soll ich das denn wissen? So schön, eine Framerate von 30. Ne, ist immer komisch. Ne, sobald ich in die Richtung gucke hier, bricht mir die Framerate ein. Hilfe, nicht schon wieder abschmieren. Och nö, guck. Na doch. Dann hör auf zu gucken. Lol. Okay, ich sehe den Baum auf einmal nicht mehr. Ich kann durch die Karte gucken. Was ist denn jetzt schon wieder los? Minecraft hat zugeschlagen. Alter, was ist jetzt kaputt hier? Warum zicken? Oh. Kann nicht sein, jetzt habe ich alle 5 Sekunden hier ein komplettes Bild einfriere oder was? Ja, hab immer noch. Ja, das war's. Ja. Ich mache jetzt mal keinen Cut. Warte. Starte nochmal. Run out of memories. Okay, ich mache einen Cut. Bis gleich.